Hallo aus St. Petersburg. Deutsche, die in Russland leben, das ist eigentlich genau unser Thema. Denn unsere Online-Zeitung ist vor 20 Jahren als ein Projekt von Deutschen entstanden, die hier in Russland seit vielen Jahren lebten, auch in der Provinz. Typisch ist das nicht, denn die meisten Deutschen in Russland halten sich in den Metropolen Moskau und St. Petersburg auf und fehlen nur befristet für ein paar Jahre. Wie in meiner Heimatstadt Petersburg, wo es hier sogar eine deutsche Schule gibt und eine richtige deutsche Gemeinde. Mich hat interessiert, wie die Deutschen in Petersburg leben. Vor allem ganze Familien, die hier sind. Sind sie mehr unter sich oder leben sie wirklich so richtig unter Russen? Um da mal was direkt zu erfahren, habe ich mit zwei deutschen Kindern gesprochen, die jetzt hier zur Schule gehen. Da habe ich viel Interessantes erfahren. Die 93 Schüler in der deutschen Schule sind nicht alle nur einheimische Deutsche. Die Mehrheit hat sogar einen russischen Elternteil. Es gibt viele russische Kinder, es gibt halbrussische Kinder, wo ein Elternteil russisch ist und das andere deutsch. Und es gibt auch zwei Kinder, unter denen eins ich bin, bei denen beide Eltern deutsch sind. Beide deutsche Kinder, mit denen ich gesprochen habe, haben russische Freunde. Georg ist gerne in Petersburg. Er ist sogar ein Fan von russischem Wetter. Es gefällt mir hier, dass es kälter ist. Gefällt es dir wirklich? Ja, mir gefällt es, ich weiß. Mir gefällt generell auch die Art der Russen sehr. Also viele Russen sind sehr offen und sehr hilfsbereit. Dass Georg uns Russen so positiv erlebt, hat mich schon gefreut. Wobei ich selber von der Kälte hier in meiner Stadt kein so großer Fan bin. Das Berliner Mädchen, mit dem ich gesprochen habe, sehnt sich mehr nach Deutschland zurück. Ein bisschen, weil dann vermisse ich meinen Vater, weil er ist ja dann in Deutschland. So ist die Situation vieler Familien hier ganz verschieden. Neben der deutschen Schule gibt es auch einen deutschen Kindergarten. In beiden spielt Russisch als Sprache eine wichtige, aber nur die zweite Rolle. Da viel darauf geachtet wird, dass die Rückkehrer ins Heimatland dort wieder Anschluss finden. Deshalb gilt sogar ein deutscher Lehrplan. Die Rückgewöhnung scheint gut zu klappen, wie mir auch Frau Stappel von der Schule bestätigt. Was ich bislang gehört habe, haben sie wenig Probleme bei der Rückkehr, sowohl in der Schule, bei der Erfassung des Unterrichtsstoffes, als auch bei der Integration in die Klasse bzw. auch beim Kontakt mit anderen Kindern. Die Deutschen in Russland erleben das Land häufig ganz anders, als es in den deutschen Medien präsentiert wird. Wir haben natürlich hier direkten Zugang zur russischen Gesellschaft. Wir sind direkt betroffen von Problemen, aber können auch differenzieren, viel mehr als natürlich Leute tun, die im Ausland leben. So eine deutsche Schule gibt es in Russland übrigens nur in Moskau und St. Petersburg. Deutsche, die woanders leben, haben kein solches eigenes Angebot. Wenn ihr noch mehr über Leben eurer Landsleute hier erfahren wollt, schreibt es doch mehr in die Kommentare. Unter dem jetzt eingeblendeten Link findet ihr alle weitere Filme von mir aus meiner Stadt. Bis zum nächsten davon. Tschüss!